2019 ist gleich vorbei. Und jetzt schauen wir mal, was das Jahr so gebracht hat. Jänner 2019, das hat schon einmal gut angefangen. Das erste Mal, dass an mir eine Operation gemacht worden ist. Das erste Mal, dass ich eingeschläfert worden bin. Das war ein bisschen eine komische Erfahrung und das muss ich auch nicht noch einmal haben. Letztendlich ist dann alles gut gelaufen. Februar 2019, das erste Mal die Erfahrung von einem hohen Blutdruck zu haben, das war grauslich. Was mich dazu geführt hat, dass ich seit damals im Fitnessstudio bin, nutzt nichts. Die Alternative war gewesen, einfach zu sterben. Mit dem Blutdruck haltet man es nicht lang aus. März 2019. Ich fange so richtig grün zum Glühen an. Blödsinn. März 2019. Die Knoppigstage sind das erste Mal in Windischgarsten. Das war ein netter Ausflug. Und jetzt will der Pauli einer. April 2019. Da habe ich das erste Mal einen Vortrag im Rahmen der Linux-Tage in Graz gehalten. Das war auch eine nette Erfahrung. Mai 2019, ich war das erste Mal in Mauthausen. Das war ein beeindruckender Ausflug. Juni 2019, die Abschlussfahrt mit meiner Klasse. Das war sicher das schönste Erlebnis heuer. Juli 2019, das erste Mal der Abschied von einer lieben Klasse. War nicht so leicht, dafür sind nachher gleich die Sommerferien kommen. August 2019, das erste Mal im Legoland. War auch für mich ein Spaß. September 2019, das erste Mal ein neues Wahlpflichtfach, digitale Welt, das macht erst einen Spaß. Oktober 2019, das erste Mal mit dem Zoom H6 gearbeitet, das macht auch Spaß. November 2019, das erste Mal mit dem Raspberry 4 gearbeitet. Das kann der gute Ersatz für einen Desktop-Rechner werden. Dezember 2019, das erste Mal eine Fortbildung über den Micro:bit gemacht. Das wird der Spaß nächstes Jahr.